Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird beschrieben, wie Sie einen VPN-Server auf einem Windows-Computer erstellen und von einem PC aus eine Verbindung herstellen. Ein solcher VPN-Server kann verwendet werden, zum Beispiel für anonyme Aktionen im Internet durch Verstecken der realen IP-Adresse, Umgang mit dem Netzwerkadministrator, Sperre oder Provider-Einschränkungen, Verschlüsselung der übertragenen Daten, Zugriff auf geschlossene Websites aus Ihrem Land, Bereitstellung der Möglichkeiten zum Herunterladen von Dateien in P2P-Netzwerken, Torrents und so weiter. Schutz Ihres Computers, wenn Sie mit kostenlosen Wi-Fi verbunden sind. Wenn Sie einen VPN benötigen, um die Sperrung bestimmter Websites durch den Anbieter zu umgehen oder Ihre IP-Adresse beim Surfen im Internet einfach zu verbergen, müssen Sie hierfür keine VPN-Server konfigurieren. Sie können vorgefertigte Dienste verwenden. Sehen Sie sich dies in einem anderen Video an, auf das ich in der Beschreibung verwiesen werde. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Also machen wir folgende Schritte für die Erstellung eines VPN-Servers auf Ihrem Computer. Rufen Sie das Netzwerk auf Freigabecenter auf und ändern Sie die Adapter-Einstellungen. Drücken Sie im Ordner Netzwerkverbindungen die Alt-Taste und wählen Sie Datei Neue eingehende Verbindung. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Benutzernamen, um ihm den Zugriff auf diesen Computer und das Netzwerk zu ermöglichen. Es wird eine Verbindung zu anderen PCs über VPN hergestellt. Weiter. Wir setzen ein Kästchen vor der Funktion über das Internet. Weiter. Hier lassen wir alles unverändert und klicken auf Zugriff erlauben. VPN-Server erstellt. Stellen wir uns nur vor, dass dieser Computer eine Art Server sein wird. Erstellen wir einen Ordner, der in Zukunft den Zugriff auf andere Computer über VPN ermöglicht. Und wir machen es öffentlich. Dafür machen wir folgende Schritte. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf, Eigenschaften, Zugriff, erweiterte Einstellungen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben diesen Ordner freigeben. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Berechtigungen und aktivieren Sie die Vollzugriff. Übernehmen. OK. Gehen Sie als nächstes zum Computer des bedingten Benutzers, der eine Verbindung zu unserem neu erstellten VPN-Server herstellen muss, und greifen Sie auf den Ordner zu. So stellen Sie eine Verbindung zu einem VPN-Server her. Öffnen Sie Einstellungen, Netzwerk und Internet, VPN, VPN-Verbindung hinzufügen. Stellen Sie im Menü für offene Verbindungseinstellungen als Dienstanbieter Windows eingebettet ein. Der Name der Verbindung kann beliebig sein. So werden Sie es unter anderen Netzwerkverbindungen sehen. Der Name und die Adresse des Servers. Geben Sie in dieses Feld die IP-Adresse oder den Namen des Computers ein, auf dem der VPN-Server erstellt wurde. Aus diesem Grund kehren wir zu unserem Computer-Server zurück und ermitteln dessen IP-Adresse. Es gibt verschiedene Wege. Sie können zum Beispiel auf die Seite 2IP gehen oder fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator. Wir bringen es in das Feld des angeschlossenen Prozesses Name oder Adresse des Servers. VPN-Typ automatisch.
Geben Sie in die Felder Benutzername und Kennwort den Namen und das Kennwort des Servers Computerkontos ein. Der Benutzer gegenüber, den wir bei der Erstellung des VPN-Servers überprüft haben. Klicken Sie anschließend auf Speichern und überprüfen Sie, ob die VPN-Verbindung hergestellt wurde. Um eine Verbindung mit unserem VPN-Server herzustellen, klicken Sie drauf und dann auf Verbinden. Beim Herstellen einer Verbindung kann manchmal der folgende Fall auftreten. Ich kann keine Verbindung zum Remote-Computer herstellen. Möglicherweise müssen Sie die Netzwerkeinstellungen für die Verbindung ändern. In diesem Fall müssen Sie die Einstellungen für eingehende Verbindungen des Servercomputers ändern. Gibt nämlich den Pool von möglichen angeschlossenen IP-Adressen. Wir machen dafür Folgendes. Wir gehen an einen Computerserver, Netzwerk- und Freigabecenter, Adapter-Einstellungen ändern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eingehende Verbindung, Eigenschaften, Netzwerk, IP-Version 4, Eigenschaften. Aktivieren Sie IP-Adressen explizit angeben. Fügen Sie den Pool der gewünschten Adressen hinzu. Beliebig, einen darf man nicht. Okay. Okay. Danach kehren wir zum verbundenen Computer zurück und versuchen erneut eine Verbindung herzustellen. Der Computer ist mit dem VPN-Server verbunden. Gehen Sie zu Computer-Netzwerk-Verbindungen und Sie sehen dort eine neue, gerade erstellte Verbindung. Mit dem Namen, den wir ihm bei der Erstellung zugewiesen haben. So greifen Sie auf den freigegebenen Ordner auf dem VPN-Server-Computer zu. Führen Sie den Befehl ipconfig auf dem Computer mit dem erstellten VPN-Server aus und überprüfen Sie die IP-Adresse des erstellten VPN-Netzwerks oder wenden Sie sich an den Administrator dieses Netzwerks. Öffnen Sie anschließend den Explorer auf dem Computer des Benutzers und geben Sie diese IP-Adresse in das Adressefeld ein, wobei Sie zwei umgekehrte schräge Striche voranstellen. Wenn dadurch nichts passiert, liegt die Ursache möglicherweise in den Firewall-Einstellungen des Servercomputers. Daher, in diesem Fall, gehen Sie zum VPN-Server des Computers. Wir gehen dazu in der Systemsteuerung Windows Defender Firewall erweiterte Einstellungen. Gehen Sie zu den Regeln für eingehende Verbindungen und suchen Sie hier die Regel Network Login Service NPIN. Wir klicken drauf. Wie Sie sehen, ist diese Regel deaktiviert. Schalte es ein. Wechseln Sie nun zum Client-Computer und versuchen Sie erneut zum freigegebenen Ordner auf dem Servercomputer zu wechseln. Geben Sie das Kennwort für den Benutzer des VPN-Server-Computers ein. Hier ist ein früher von uns freigegebener Ordner. Damit habe ich die Verbindung zum Computer-VPN-Server gezeigt, direkt. Wenn es über einen Router mit dem Netzwerk verbunden ist, müssen Sie die Porterweiterung 1723 konfigurieren, um eine Verbindung mit dem Router herzustellen. Wie kann man das machen? Gehen Sie zu den Einstellungen des Routers, über den der VPN-Server mit dem Netzwerk verbunden ist. Ich habe bereits in einem meiner Videos darüber gesprochen, wie das geht. Der Link ist in der Beschreibung. Gehen Sie zum Menü Weiterleitung, virtuelle Server hinzufügen. Ich habe meine Weiterleitung bereits eingerichtet, deshalb werde ich in meinem Beispiel zeigen. Geben Sie darin Service Port 1723 ein, IP-Adresse, die Adresse des Computers, auf dem der VPN-Server erstellt wird. In unserem Fall ist es so. Woran erkennt man ihn?
Es gibt verschiedene Wege, eine davon: geben Sie ipconfig in die Befehlszeile ein. Wir benötigen die IPv4-Adresse des Hauptnetzwerkadapters. Er steht normalerweise an erster Stelle auf der Liste. Die anderen beiden sind ein MIME-Adapter für virtuelle Maschinen. Protokoll, alles, Status aktiviert, speichern. Bei einigen Routern ist danach ein Neustart erforderlich. Das ist alles. Infolgedessen werden externe VPN-Verbindungen auf diesem PC umgeleitet. Und der letzte: nachdem die VPN-Verbindung hergestellt wurde, wird der Internetzugang auf dem Client-Computer deaktiviert. Gehen Sie folgendermaßen vor, um zu verhindern, dass das Internet bei einer aktiven VPN-Verbindung drauf verschwindet. Wenn die VPN-Verbindung deaktiviert ist, wechseln Sie zu den Netzwerkverbindungen des Client-Computers. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die erstellte VPN-Verbindung und wählen Sie Eigenschaften Netzwerk IPv4 Eigenschaften erweitert. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte IP-Einstellungen die Option Primäres Gateway in einem remoten Netzwerk verwenden. Das ist alles. Wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung erstellen, wird das Internet nicht ausgeblendet. Beim Herstellen einer VPN-Verbindung können zusätzlich Nuancen auftreten, Fehler oder Ausfälle. In einem kurzen Video können Sie nicht alle behandeln. Immerhin gibt es viele Einstellungen. Wenn Sie weitere Fragen haben, stellen Sie diese in den Kommentaren. Aber für den Moment ist das alles für mich. Wenn dieses Video für Sie hilfreich war, so abonnieren Sie Hetman Software-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.